Lasst uns über das neue Migos-Album sprechen. Die haben nämlich ihr neues Album Culture 3 released. Ich muss vorab gleich sagen, ich kann nicht ganz nachvollziehen, welche Erwartungen heutzutage an die Migos gelegt wird. Klar, der erste Culture-Teil war ein Klassiker, ist ein Klassiker, wird ein Klassiker bleiben. Und ja, der zweite Culture-Teil war einfach viel zu viel. Das waren, glaube ich, 24 Songs und die meisten waren ein bisschen fillermäßig. Die haben euch versorgt mit Hits, die haben euch versorgt mit Melodien, die haben euch versorgt mit Chemistry, wie es besser gar nicht gehen könnte bei einem Gruppenalbum. Aber was ich da manchmal im Internet lese, so, ja, die müssen jetzt irgendwie bessere Zeilen raushauen, blablabla und dies und das, dafür waren die nie gemacht. Von dem her habe ich den Aspekt nie so ganz nachvollziehen können, dass man jetzt von den Migos Dinge erwartet, dessen man sich klar sein sollte, dass man die nicht bekommt. Ich gehe nicht mit denselben Erwartungen in ein Lil Pump Album rein, wie bei einem Eminem Album zum Beispiel. Natürlich, als ich von Culture 3 mitbekommen habe, war ich natürlich nicht hundertprozentig ohne Skepsis dabei. Und als ich die Tracklist gesehen habe, ist meine Skepsis natürlich noch größer geworden. Ich fand natürlich 24 Songs bei Culture 2 ein wenig zu viel, deswegen sind 19 natürlich ein Step Back, aber nicht allzu viele Steps Back. Gleichzeitig dachte ich mir aber auch, die Migos haben seit Jahren kein Album mehr released, von dem her, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht ist es wirklich eine Ansammlung von Hits und coolen Songs, die man in seine Playlist packen kann. Ich glaube, die meisten sind sich schon sicher, dass man das Richtige von den Migos erwarten sollte. Jedenfalls, lasst uns gleich über den ersten Song reden, Avalanche. Avalanche ist ein sehr, sehr gutes Intro, produced von DJ Darrell. Ich mag das Instrumental sehr, es ist sehr, sehr cool. Es ist eher eine sehr triumphale Melodie. Es ist wirklich eine Melodie, bei der du sagst, ja, die Migos sind zurück und wir freuen uns jetzt drauf. Dann gibt es auf Track 2 das erste Feature, es ist nämlich ein Drake-Feature. Der darf natürlich auf den großen Trap-Alben anscheinend ja nicht fehlen. Und ich finde den Song auch völlig in Ordnung. Ich finde den Song komplett in Ordnung. Ich habe sehr viel Hate im Internet dafür gesehen, dass Drake zu viel Platz einraubt bei diesem Song oder dass Drake ein wenig zu wenig Stimmung macht in dem Song. Er ist sehr laid back, der Flow ist sehr, sehr, sehr langsam platziert worden. Ein bisschen, naja, ein bisschen vorsichtiger kann man sagen. Aber ich finde, es passt einfach zur Stimmung von dem Beat. Ich finde, das ist eigentlich völlig in Ordnung. Und klar, man könnte sich darüber streiten, ja, da hat ja irgendwie so 75% von dem ganzen Song eingenommen. Ja, dann ist es halt so. Er ist nun mal der größte Artist ever. Er ist halt nun mal der, der die Hits reinbringt. Er ist nun mal der, der die Streams reinbringt. Von der Label-Strategie her ist das ein kluger Move, muss man ganz ehrlich sagen. Dann kommen wir zur ersten Single, die rauskam, Track 3, Straightening. Ich hatte am Anfang Probleme mit dem Song, aber jetzt bin ich mittlerweile ein bisschen drin. Ich finde hier besonders Quavos Performance eigentlich ziemlich klasse. Besonders musste ich schmunzeln, als Quavo gesagt hatte, dass er eine Pandemic aus der Pandemic gemacht hat. Fand ich cool. Ja, wir sind jetzt schon drei Tracks deep und der vierte Track ist auch völlig in Ordnung. Es ist ein KDB-Feature, der Song heißt Type Shit und ich mag die Chemistry zwischen Offset und KDB sehr. Das haben wir auch schon auf Cloud gesehen, dem Song auf Offsets Album. Ich finde, KDB ist sowieso eine sehr talentierte Künstlerin. Man kann sagen, was man möchte im Endeffekt. Natürlich gibt es immer irgendwas zu haten oder sonst was. Ich fokussiere mich gar nicht so sehr drauf, ehrlich gesagt. Ich bin einfach nur froh, dass sie ein gutes Debütalbum hatte mit Invasion of Privacy und freue mich auf ihr zweites Album. Aber dann geht halt schon ein wenig das Komische los, nämlich bei Malibu mit Polo G. Ich finde das Polo G-Feature nicht so ganz toll. Ich finde Polo G an sich auch nicht so ganz toll. Ich finde Polo G ist hier und da schon ein guter Künstler, aber ich finde, er ist ein bisschen hochgehypt. Ein wenig. Ich sehe bei Polo G den Appeal noch gar nicht, so dass ich mir ein Album rauf und runter bei dem anhöre. Habe ich zwar bei dem neuen Album jetzt gemacht, was am gleichen Tag rauskam bei Polo G, aber ich habe von denen, ich glaube, so rundherum 20 Songs oder 18, 19, was auch immer, habe ich 3 Songs mitgenommen. Ja, es ist, naja. Soll aber gar nicht um Polo G gehen. Ja, die Migos sind da auch nicht so ganz unfassbar toll. Ich finde den Beat auch gar nicht so interessant. Ja, es ist okay. Es ist okay. Ich finde es jetzt nicht ein Scheiß-Song oder sonst was, wie der nächste Song Birthday. Holy shit, Track 6 Birthday. Wow. Aber man kann schon auf der Tracklist lassen. Aber wie schon gesagt, Track 6 Birthday. Holy shit, was ein schlechter Song. Der Track ist dafür gedacht, dass er in jedem Club des Landes gespielt wird. Und ich finde, es ist nicht so toll, weil der Beat ist eh schon so langweilig. Es ist wirklich dieses, was hat Tiger in den letzten 2 Jahren gemacht? Lass mal das machen. Ich muss da jedes Mal wirklich an Tiger denken, weil das ist wirklich ein Instrumental, was wirklich fast für ihn gedacht wäre. Und dabei hätten wir es auch lassen können. Track 7 heißt Modern Day und ist ein absoluter fucking Banger. Einer meiner absoluten Lieblings-Highlights
hier auf dem Album. Besonders Take Off ist wirklich sowas von hier auf dem Album. Ich freue mich sehr, dass Take Off in den letzten zwei Alben ein bisschen was übernehmen durfte, was jetzt zum Beispiel bei Culture 1 jetzt eher nicht so der Fall war. Du bekommst ja deinen klassischen Migos-Vibe, aber ich muss auch sagen, ich hasse das Wort Vibe, aber ich kann nicht sagen, ja, das klassische Migos-Gefühl ist, ist ein bisschen schlecht. Aber es ist auch wieder das Klassische von den Migos, was man einfach häufig von denen erhalten wird. Und ich finde es klasse. Gleiches mit dem 8. Song Vaccine und 9 Picasso featuring Future. Absolute Banger. Das, wofür man die Migos kennt. Und dann stehe ich da, ich denke mir, es sind 9 Tracks. Es sind, sagen wir mal, 2 Songs, die mir nicht so gefallen haben. Aber 7 Songs sind da, wo ich mir denke, geil, was ist hier los? Ist das jetzt endlich das Album, wo ich mir denke, yo, die haben schon wieder einen Klassiker rausgehauen. Und dann kommt Track 10 bis Track 15 und ich sitze da und ich mag gar nichts davon. Track 11, What You See mit Justin Bieber zum Beispiel, ist ein sehr schlechter Versuch, ins Radio zu kommen. Ich weiß nicht, wer sich sowas geben sollte. Ich fand die Justin Bieber-Performance auch unter aller Sau wahrscheinlich das schlechteste Feature auf dem Album. Und wahrscheinlich haben sie das meiste Geld ausgegeben für den Typen. Track 12 hat so einen furchtbaren Chorus bei Jane. Antisocial mit Juice WRLD hätte was viel Großartigeres werden können. Es gibt mir einfach nichts, besonders die Performance von Juice WRLD, ehrlich gesagt. Der Track 14, Why Not, ist einfach einer der langweiligsten Songs, die ich dieses Jahr gehört habe. Es ist einfach so richtig substanzlos, aber wirklich substanzlos, weil hier nicht mal die Chemistry oder sonst was da ist. Und der Track 15, Mahomes, ist einfach viel zu lang. Das ist ein Trap-Song, der 5 Minuten geht. Ich weiß, die Migos sind ein bisschen dafür da, dass sie längere Trap-Songs machen, aber gerade der ist so unverdient lang. Aber das Ding ist jetzt schon wieder, ab Track 16 geht schon wieder sehr gut weiter. Handle My Business ist Track 16 und ich bin ein sehr großer Fan davon. Gleiches gilt auch an die Tracks 17 und 18, Light It Up und Time For Me. Was ich besonders an Track 18 mag, ist natürlich Pop Smoke Performance. Auch wenn ich nicht so der größte Pop Smoke Fan war, bin ich ziemlich froh, dass er hier eine gute Performance erhalten hat. Wenigstens das haben die Manager richtig gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und Track 19 ist ein Song, der letztes Jahr schon released wurde, Needed, featuring NBA Youngboy. Und ich habe den, glaube ich, jetzt mittlerweile 3-mal angehört. Einmal, als der Song rauskam, dachte ich mir, was ist das denn? 3 Monate später habe ich ihn dann nochmal angehört, weil ich mir dachte, hey, ist das ein neuer Song? Weil ich ihn schon wieder vergessen habe. Dachte mir dann, oh, ich kenne ihn schon, ist der scheiße. Und dann musste ich ihn wieder bei dem Kontext von einem Album anhören und ich dachte mir, Aber ja, das war das Album schon. Das ist ein Album mit 75 Minuten Spielzeit und mit dem meisten bin ich tatsächlich zufrieden. Ich habe nicht so viele Kritikpunkte. Ich finde, die Mitte ist eine Frechheit, aber ansonsten ist es das Migos-Album, was jeder wollte eigentlich. Und deswegen kann ich den Hate nicht so ganz nachvollziehen. Das ist auf dem ungefähren Niveau, nicht das gleiche, aber das ungefähre Niveau von J. Cole's The Offseason und auch das ungefähre Niveau von Brockhamptons Roadrunner New Light, New Machine. Ich bin der größte Brockhampton-Fan und ich sag das trotzdem. Ich fand, das J. Cole-Album war eine 6 von 10. Ich fand, das Brockhampton-Album war eine 6 von 10. Und ich finde, das Migos-Album hier ist auch, wenn hier ein bisschen Filler mit drin ist, noch ein bisschen, ist es trotzdem eine 6 von 10. Weil die Momente, die hier wirklich aus der Reihe tanzen, sind einfach sehr, sehr geil. Und deswegen lohnt es sich tatsächlich, dieses Album anzuhören, weil es sind zwar 19 Songs, ja, aber es sind einfach die Momente, die jeder von den Migos erhalten möchte. Die man auf Culture 2 jetzt eher weniger hatte. Und die man die letzten Jahre nicht bekommen hat, weil im Trap-Raum gibt es nicht so viele Artists, von denen du volle Alben oder insgesamt Alben anhören kannst. Zu dem Zeitpunkt von diesem Video gibt es mittlerweile auch jetzt eine frisch gebackene Deluxe-Version, natürlich. Diesmal gibt es 5 Songs auf dem Album, die neu sind. 3 davon hätte man sich schenken können. Was ich aber empfehlen kann, dass man sich die Songs New Money und Menace anhört. Das sind 2 richtig geile Songs. Und ja, das war es eigentlich schon, weil mehr kann man überhaupt gar nicht sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mit den Migos genauso viel anfangen wie ich. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin, ciao.